Ich spiele seit 7 Jahren inzwischen Volleyball und ich bin damals durch meine Mutter zum Volleyball gekommen. Die hat mich zur Volleyballakademie gebracht und mir hat es da total Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, gar nicht so gemerkt, dass ich Talent habe, sondern dadurch, dass ich dann in den Kader gekommen bin, habe ich gemerkt, dass man vielleicht auch in dem Sport mehr erreichen kann. Ich trainiere ja jeden Tag, bin jeden Tag auch in der Halle und ich glaube, es hat schon eine relativ hohe Bedeutung in meinem Leben. Ja. Also meine Träume und Ziele sind natürlich, mich in der ersten Liga zu etablieren und auch vielleicht irgendwann Nationalmannschaft zu spielen. Also ich hoffe natürlich, dass wir dieses Jahr einen Titel holen und dass es eine tolle Saison wird.